Hallo du, hallo und grüß euch. Ich hoffe, der Spielsound ist nicht zu hoch. Ich weiß es halt nicht, ob der Spielsound zu hoch ist. Ich hoffe, dass der Spielsound nicht zu hoch ist. Was habe ich denn hier an? Ich habe schon so lange wieder nicht gespielt und es sieht irgendwie komisch aus, was ich trage. Ja. So, hauptsächlich die da finde ich irgendwie merkwürdig. Ich will das nicht tragen. Bringt mir das denn was? So. Ja, wir können ja erstmal so lassen. So sieht sie eigentlich ganz süß aus. Die Leute denken sich, irgendwie gefällt mir die Jacke noch nicht so ganz. Die Leute denken sich, ja, zieht die immer dieselben Sachen an. Vielleicht sollte ich doch lieber das da tragen. Das ist ja süß. Das ist süß. So. Ich habe schon länger nicht mehr gespielt, weil auch, ja. Ich habe sehr viel im Voraus aufgenommen. Und jetzt, ja. Jetzt gehen die Folgen in Neige, wie man auch mal an meinem Hintergrund erkennen kann. Ist jetzt ein ganz komischer Zeitsprung, obwohl gestern die letzte Folge rauskam. Ist jetzt so, schuh, innerhalb der Zeit richtig viel Zeit vergangen. Boah, ja. Und ja, wir haben hier jede Menge Sachen, die wir noch machen müssen. Aber ich bin so ein bisschen überfragt, weil ich ja gerade erst wieder angefangen habe, eine Saison anzufangen. Ja. Ich weiß noch, dass ich auf jeden Fall gerne Lust hätte, zu heiraten. Und dass ich auch noch demnächst jedem mal eine Abfuhr geben werde. Aber vorher wollte ich eigentlich mit jedem die Liebe noch vollkriegen. Da müssen wir uns also noch ranhalten. Kuckuck ist auch fast voll. Und Merlin ist auch fast voll. Sehr schön. Also, da müssen wir uns noch dranhalten. Das Flugzeug wollten wir bauen, weil wir das quasi. Oh, ich weiß schon gar nicht mehr, was. Okay. Okay, also. Es ist Montag. Wir können also auf jeden Fall einen Auftrag annehmen. Sehr schön. Um Geld zu machen, auch sehr schön. Außerdem wollen wir ja nicht im Holz sollen. Was hat dich da? Ja, den Stoff, den kriegen wir bestimmt hin, oder? Warum mache ich immer wieder Stoff? Ich meine, ich hasse es, Stoff verarbeiten zu müssen. Und trotzdem mache ich es immer wieder. Da, ba, 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 ba. Eins, zwei, drei. Kohlenfasern verbrauchen wir. Einzelsitz, denn die intelligente Konsole. Glas, war das das Glas? Oh, mein, das ist ganz schön voll, oder? Wahrscheinlich der andere.
Ja, das gestärkte Glas ist das andere, was ich brauche. Da. So, und dann habe ich das schon mal durch. Und wir gehen jetzt mal ganz kurz nochmal hier ran. Und schmeißen einfach alles rein, was wir... was wir gerade nicht so brauchen. So kann man das auch nennen. Petra und Merlin brauchen noch. Mai braucht noch ein bisschen. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Und warum benutze ich nicht meine Pferde, wenn ich schon so viele habe? Oh. Guck mal, Sam brauchen wir doch bestimmt auch noch länger. Ja, ein Präsent. Darling. War Alice schon durch bei uns? Bei Merlin. Ich gehe noch mal Stoff holen hier. Ba, 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 ba. Ah, da ist Merlin. Sehr gut. Thank you. This is great. Oh. Ist Petra? Ja. Sehr gut. Petra ist auch da. Dann brauchen wir bald neue Datendisks. Oder wir brauchen die... Ja, wir brauchen die auf jeden Fall noch. Oh, es ist noch so viel zu machen hier. Man weiß halt nicht, wo man anfangen soll. Ah, guck mal. Hier ist noch der Doktor. Den können wir auch noch mal beschenken. Ich muss mir gleich noch mal merken, wie weit ich bei den einzelnen Personen bin. Und bei wem ich durch bin, quasi. So, ich würde jetzt gerne... Wo war denn das hier? Ja, gehen wir mal dahin. Fahren wir da mal hin. In der Ruine und kämpfen uns ein bisschen hoch. Mal sehen, was passiert, wenn wir bei 100 sind. Wo ist denn mein... Da. Da, da, da. So, ab nach hinten. Ja, wuhu. Ba, 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 ba. Ich gehe durch die Ruine. Und töte alles, was mir begegnet. Ah, oh, Alu ist da. Wuh, Busch. Nein. Ah. Oh, das wäre so gepies.
Geht es jetzt auf? Nein, es tauchen neue auf. Da ist nur einer. Eine Rotratte. Oh. Haben Sie das geändert? Das wirkt anders. Ich habe Saphir bekommen. Ich habe Saphir bekommen. Das haben sie geändert, oder? Habe ich das gar nicht mitbekommen? Dass sie einfach was geändert haben. Aber cool. Ja. Gefällt mir. Ich habe mich schon beim Reinkommen, habe ich gedacht, hä, irgendwie. Aber ich dachte, weil das ja eh ein bisschen randommäßig hier unterwegs ist. Aber das haben sie geändert. Aber das heißt, dass sie auf jeden Fall noch Arbeit ins Game stecken. Und vor allem, wenn sie sowas Lapidares beheben. Sie sollen einfach so ein Online-Spiel machen wie Portia. Dass man sich dort einen kleinen Bauernhof holen kann. Dann verschiedene Jobs annehmen könnte. Du kannst zum Beispiel Holzfäller werden. Dann baust du Bäume an. Oder du baust halt Pflanzen an, Gemüse. Je nachdem. Und dann wirst du in deinem Bereich, kannst du das dann verkaufen. Das wäre doch schön, oder? Ich habe schon wieder so viel bekommen. Oh, das ist cool, wenn ich jetzt jedes Mal hier Saphir bekomme. Wir können ja auch noch das Superschwert irgendwann uns besorgen. Aber da müssen wir ein bisschen Level aufsteigen. Ist schon jemand von euch dieses Level gestiegen? Oder ist es halt zu schwer? Habt ihr bis dato nicht gespielt? Ich meine, mitunter bin ich deswegen hier reingegangen, weil ich dachte, oh, direkt mal mit Leveln anfangen. Man kann ja auch so viel anderes machen, um zu leveln. Und bei mir, ich muss ja auch noch heiraten und Kinder kriegen. Das kommt ja auch noch alles auf mich zu. So, mal sehen. Hab's, die hab's. Oh. Jetzt habe ich keine Saphire bekommen. Mit Level 70 war, glaube ich, das Schwert, was man rausziehen konnte. Also brauche ich noch 20 Level, aber ha, das dauert halt noch so lange. Habt ihr auch das Bedürfnis, Rottrate zu sagen? Anstatt Rotrate?
Irgendwie sieht rot auch nicht aus, wie das Wort eigentlich. Also eigentlich würde ich, wenn ich rot nicht per rot lesen würde, würde ich halt rot dazu sagen. Komisch. Saphire, wieder. Bei welchen Ebenen bin ich jetzt? 30? Kann ich jetzt auch noch mal das da nehmen? Aha, ja, guck mal, ich könnte beides nehmen. Kann ja fast unendlich. Ja, lass mich in Ruhe. Na Mann, ey, das hat mich getroffen. Ich versuche das immer auszunutzen, dass man ihn einfach nur so treffen muss. Und dann immer wieder nachschlagen muss, dann erholt er sich nicht. Kommt er nicht zum Aufstehen. Und wenn man das schön hier noch so. Nehme ich halt auch die ganzen Kisten, die am Rand sind, mit. Okay, da komme ich jetzt leider nicht mehr hin. Was ist das? Einfach Schaltkreise. Ja, den Rest sammle ich jetzt nicht ein. Das lohnt sich von der Zeit her auch nicht. Saphire. Ha. Aber ich kriege irgendwie den Stoff hier nicht mehr, oder? Ein Zwacker. Ja, bla bla. Ein Springtänzer. Ich will ja bald in den Urlaub fahren. Also ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Aber ich will, wenn die Sommersaison vorbei ist, will ich in den Urlaub fahren. Ihr kriegt aber keine Einbußen. Ich organisiere dann einfach wieder Folgen für die Zeit, wo ich weg bin. Und für Twitch wird dann Bowie aushelfen. Es würde also theoretisch nichts ausfallen. Aber nichts Spezielles, so mit der Familie halt unterwegs sein. Muss auch mal sein. Ich will auf jeden Fall unbedingt in den Urlaub. Wirklich, ich sehne mich nach dem Urlaub. Und nächstes Jahr würde ich gerne ein Community-Treffen machen. Für die, die bei Stream mich verfolgen, die wissen das, glaube ich, schon. Ich habe mir gedacht, wenn Corona vorbei ist, ich habe es mir überlegt dieses Jahr, aber zeitlich wird es denn sonst zu knapp. Außerdem will ich auch, dass die Leute sich freinehmen können, weil sie vorzugsweise sich freinehmen konnten. Ich bitte aber darum, dass niemand dabei ist, der mich angrebt oder so. Weil ich habe eine Sozialphobie, für mich ist es echt. Ich will nicht im Vordergrund stehen. Ich habe mir so überlegt, ich koche denn für die ganzen Leute und so. Eigentlich hatte ich mit 300 Euro für 5 Tage kalkuliert, die ich bräuchte von euch. Weil wir buchen uns ja da Hotel und so. Also so, ich hatte mir vor, so ein richtig großes Häuschen zu mieten.
Und ja. Wegen Unterbringung und dann Verpflegung kommt halt einiges zusammen. Und dass ich denn so, weil ich finde das denn, ich finde das halt immer so uncharmant. Man hat da einen Kühlschrank und wenn sich jetzt jeder sein eigenes Essen organisiert, ja, Prost Mahlzeit. Das kommt halt, und die Preise dort sind halt zu teuer, wenn man dort im Restaurant geht. Deswegen dachte ich mir, okay, machen wir das lieber so, eine Pauschale für jeden. Oder dann organisiere ich dort Getränke mitunter Bier, wobei ich beim Bier noch nicht so sicher bin. Ob ich, also entweder, ja, dass ich halt nur ein paar Kasten am Tag hole oder so, dass das halt nicht so genutzt wird, um einen volllaufen zu lassen. Ich finde auf jeden Fall, Bier muss sein. Ich trinke ja selber gar kein Bier. Oh, Kohlefasern. Außer V+ manchmal. Aber ja, ich trinke eigentlich selber kein Bier. Und allgemein Alkohol ist nicht so meins. Aber für die Leute, es gibt halt immer Leute, die setzen es mit Wellness zusammen. Und das kann ich total nachvollziehen. Und für die Leute würde ich ungern sagen, ja, kein Alkohol. Deswegen, Alkohol ist in Ordnung, aber ich möchte halt verhindern, dass sich irgendjemand abschießt. Das ist nicht in Ordnung. Oh, oh nein. Oh nein. Ja. Wir haben nicht drauf geachtet, Leute. Deswegen, ich dachte so, ich mache es auf jeden Fall so, dass ich denn eine Pauschale von euch nehme, die Unterkunft davon zahle, von der Pauschale. Da, ba, 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 ba. Und denn für alle Lebensmitteleinkauf, dann gehe ich morgens los und hole Frühstück, also frische Brötchen. Und kaufe halt für jeden so, dass wir ein ganzes Küchen, also dass der ganze Tisch voller so Sachen sind, stehen. Ich finde das geil, wenn man denn so viel Auswahl hat. Und ich will dann auch nicht so knausern. Deswegen habe ich lieber so ein bisschen. Eigentlich hatte ich so überlegt, ob ich 300 nehme für 5 Tage. Aber ich habe mal so kalkuliert, ich müsste auch mit 250 klarkommen. Also das ist Unterkunft. In dem Hotel gibt es ein Schwimmbad. Da ist der Eintritt schon mit dabei. Eine Sauna haben die. Da ist der Eintritt halt schon dabei. Du kannst es halt jeden Tag besuchen. Kriegst halt Eintrittsgeld einmal. So. Also nicht Eintrittsgeld, sondern ja, du kommst halt dort umsonst dann rein, wenn du dort dich unterkommen lässt. Ich habe dann auch vor, bevor wir dorthin gehen, dass ich. Ach ja, das ist keine Haltestelle. Ah, dann gehen wir nochmal zu den beiden. Warum geht die Zeit immer so schnell durch? Ginger, hallo. Ah. Ich habe denn vor, alles so schön zu machen wie möglich. Dass ihr nach dem Urlaub denkt, boah, das hat sich voll gelohnt, dort zu sein und dass man sich halt als Freunde trifft. Ich will dann halt nicht im Fokus stehen. Ich werde euch morgen noch mal mehr dazu sagen bei der nächsten Folge, weil jetzt muss ich schlafen, sonst kippt sie um. Das ist dann auch nicht so dolle. So, noch mal hier. Also, wenn ihr Interesse habt, Infos zu bekommen, könnt ihr euch das anhören. Aber es wird halt erst nächstes Jahr stattfinden. Ihr habt also noch Zeit. Und ja, es wird auf jeden Fall nicht dazu genutzt, mich anzugraben. Also bitte mich nicht im Vordergrund nehmen. Macht das, wenn ihr die anderen Leute kennenlernen wollt. Wobei ihr speziell jetzt gar nicht so betroffen seid, weil ihr ja auch gar nicht so die Verbindung zu den anderen Leuten und zu mir wahrscheinlich schon, aber ja. Ja, guckt mal bei Twitch vorbei. Ich meine, das ist leider jetzt momentan so umgestellt. Guck mal, wie hübsch das ist.
dass ich immer um früh morgens vor der Arbeit streame. Das heißt, 4 bis 7 Uhr, wenn ihr Bock habt, Dead by Daylight, könnt ihr gerne mal vorbeischauen, würde ich mich tierisch drüber freuen. Sagt einfach mal Hallo. Aber, ja. Mal, es irritiert mich immer, dass ich manchmal die Öhrchen nicht sehe. Guck, keine Öhrchen. Öhrchen. Keine Öhrchen. Öhrchen. Keine Öhrchen. Bis dann, Leute. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Also, fürs Anklicken. Für Zuhören und so. Ja, bis dann und Dankeschön. Ah, ich freue mich immer, wenn ihr hier. Ah, ich freue mich auch für jedes Kommentar. Und ich werde es ändern. Ich habe es gelesen. Ich werde es ändern. Wenn ich jetzt einen Dialog habe, ich werde versuchen, nicht mehr so schnell wegzuschalten. Dankeschön für den Hinweis. Bis dann. Tschüss.